Penny DL, Spieltag Nummer 29, das ist die Pressekonferenz nach dem Spiel der Schwenninger Wildwings und den Krefeld Pinguinen. Endstand nach Penaltyschießen 2:3, somit gehen 2 Punkte nach Krefeld. Herzlichen Glückwunsch an Boris Blank, den ich hier neben mir begrüßen darf, und zu meiner Linken den Wildwings-Cheftrainer Christoph Kreuzer. Herr Blank, wie fassen Sie das Spiel zusammen? Ja, erste 20 Minuten. Ich denke, wir haben da schwer gehabt, wir haben nicht so gut angefangen. Wir hatten wenig Bewegung, wir sind nie gelaufen. Schwenning hat Druck gemacht, richtiger Zeitpunkt, hat unser Torwart gut gespielt oder hat er insgesamt gut gespielt. Und im zweiten Drittel kamen wir ein bisschen mehr und besser. Natürlich dann auch richtiger Zeitpunkt, sage ich, 2 Tore gemacht. Ja, und Ausgleich, wir haben 2 Tore von Bulli kassiert. Ja, ist nicht schön, sage ich ja. Da muss ich vielleicht als Trainer dann besser scouten und Jungs mehr Informationen geben. Aber wie gesagt, das insgesamt, da könnte unter ein paar Penalty schießen, ist immer Glück. Man könnte so und so ausgehen. Natürlich auch im Powerplay von beiden Seiten. Wenn die schon ein Schwenninger Tor schießt oder wir Tor, dann könnte auch anderes aus. Aber insgesamt ist ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Und ja, zum Glück konnten wir hier 2 Punkte mitnehmen. Vielen Dank. Christoph, wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal Gratulation an Krefeld. Ja, es war, ein sehr, sehr enges Spiel. Ich denke, wir haben ganz klar das erste Drittel beherrscht. Haben leider nur ein Tor geschossen. Ja, Boris hat schon gut gesagt, der Torwart war sehr, sehr gut von Krefeld, hat wirklich sehr viele Chancen zunichte gemacht von uns. Da müssen wir mindestens 2 oder 3 Tore schießen in dieser Phase. Und dann hinterher war im zweiten Drittel war Krefeld sehr effektiv, haben nicht viel Schüsse zum Tor gehabt, zweimal Unaufmerksamkeit gehabt. Das hat Krefeld ausgenutzt. Aber wir sind zurückgekommen und wir haben das 2:2 geschossen, haben auch in der, denke ich, in der Verlängerung die besseren Chancen gehabt. Von daher hat die Mannschaft hart für den Punkt gearbeitet. Ich hätte natürlich sehr gerne, dass wir dann den zweiten Punkt auch geholt haben oder hätten. Aber Penaltyschießen ist natürlich sehr schwierig, auch gerade gegen 2 so gute Torhüter. Hat gesehen, da haben wir mehrere Penaltys wurden gebraucht, um da die Entscheidung zu bringen. Hat heute nicht gereicht, aber ein Punkt bin ich schon mal gut, dass wir den geholt haben. Und so gehen wir weiter jetzt am Sonntag. Danke auch dir, Christoph. Wir eröffnen die Fragerunde. Ines Morath von der Eishockey News beginnt. Herr Kreuzer, können Sie vielleicht kurz nochmal die Szene bei den 2 Videobeweisen aus Ihrer Sicht schildern? Ja, also es ist natürlich schwer zu sagen. Also ich habe beides noch nicht gesehen auf dem Video nochmal. Beim Tyler sieht es so aus, dass er einen Schlockstich abkriegt. Ich habe es aber nicht gesehen. Die Schiedsrichter haben es dann kontrolliert. Ist dann schwer zu sagen, weil ich nur den Moment habe. Und ja, beim Johannes Huss war es natürlich dann hinterher so, dass war ein Battle vom eigenen oder vor unserem Tor. Eigentlich haben beide 2 Strafminuten bekommen. Vielleicht muss der Hussi da ein bisschen smarter sein in dem Moment. Ich denke, ob es jetzt wirklich 5 Minuten waren, schwer zu sagen. Wie gesagt, müsste ich mir nochmal auf dem Video anschauen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm war. Trotzdem müssen wir da ein bisschen smarter sein, weil wenn es zu schlimm ist, klar, dann die Liga wird sich das auf jeden Fall anschauen. Das wissen wir und dann müssen wir abwarten. Danke, Christoph. Gibt es weitere Fragen? Keine weiteren Fragen, dann bedanke ich mich bei beiden Trainern und verweise noch auf die nächsten Partien beider Mannschaften, die Wild Wings, Christoph hat es gesagt, am Sonntag um 14 Uhr in Iserlohn und die Krefeld Pinguine spielen zu Hause um 16.30 Uhr gegen die Straubing Tigers. Guten Nachhauseweg, Herr Blank, Christoph, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, schönen Abend, ciao, servus.